Hallo auf meinem Ingenieurskanal, auf meinem Sonntagsvideo. Heute zum Thema Fahrsicherheitssysteme und Sicherheit in Kfz. Das unfassbare Versagen der Zulassungsbehörden und wie die Zulassungsbehörden es zulassen, dass in Autos unser Leben gefährdet wird. Das ist kein Witz. Und wo sie dann an der falschen Stelle einfach eingreifen. Und offiziell machen wir immer mehr Sicherheitssysteme rein. Aber nebenbei wird es in anderen Bereichen immer unsicherer. Das wäre viel wichtiger. So, und jetzt machen wir das mal. Und zwar lese ich gerade, ich wollte das schon lange machen, aber ich lese hier gerade einen Beitrag im Hessischen, dass eine Frau Gas und Bremse verwechselt hätte, dann voll auf die Bremse gestiegen ist und dann einen Unfall verursacht hat. Sie wäre dann zwar erstmal geflohen, hat sich dann freiwillig gestellt. Und das war ein Fakt eines Unfallauslösens. Das ist sowas, ist gefährlich. Einfach mal plötzlich auf die Bremse zu steigen. Das ist richtig, oder? So, jetzt werde ich Ihnen mal was erzählen von wegen Fahrsicherheitssystem. Da frage ich Sie, wie kann man sowas zulassen? Und zwar war ich in einem großen in einer großen Kombilimousine unterwegs mit drei anderen Kollegen. Das Auto gehörte nicht mir. Und Überholspur ungefähr so nach Tacho 160, also 155 ungefähr wird es gewesen sein. Vor mir reagierte da so jemand so ein bisschen, also fuhr da so ein bisschen komisch. Sag ich, vielleicht ein Rentner oder sowas. Sag, bist du bremsbereit? Ich wechsle vom Gas aufs Bremspedal. Einfach Wechsel drauf, drehte nicht auf die Bremse, nur tippe die Bremse an, um dann vorne schon bremsbereit zu sein. Und was macht diese große, teure Firmenlimousine, die ich eigentlich hätte gar nicht fahren dürfen, legt eine Vollbremsung von 160 auf 40 auf der Überholspur der Autobahn hin. Danke, lieber TÜV oder danke, liebe Zulassungsbehörde. Das ist jetzt kein Witz. Ja, ich werde das jetzt nicht näher erläutern, was das für ein System war. Es war offensichtlich so, was ich nachher geprüft habe, dieses System, diese Firma, diese Luxuslimousinenfirma verkauft großenteils Kfz an Rentner. Und trauen die sich keine Vollbremsung zu machen, also haben sie da irgendwie sowas eingebaut. Wenn man innerhalb einer gewissen Zeit von Gas aufs Bremspedal wechselt, sagt das Auto, hallo, ich mache eine Vollbremsung und dann macht er dann eine Vollbremsung. Also alle schrien mich an, die Bremse funktionierte gut, wir hingen alle mit so ein Stück vor der Scheibe, weil voll Kanül, also jetzt richtige Vollbremsung, eine echte, wirkliche Vollbremsung hat das Auto reingehauen. Gott sei Dank war hinter uns niemand, sonst würde ich jetzt gesichert hier nicht sitzen. Okay, so, das sind Dinge, die die Zulassungsbehörden, und ich bin nämlich hyperaktiv so ein bisschen, habe damals noch sehr viel Mountainbike gefahren und ziemlich extrem, da hat man ziemlich schnelle Reaktionszeiten, und scheinbar hat diese Firma dann irgendwelche Zeiten eingebaut, aber wenn man schneller als, sagen wir mal, 0,1 Sekunden ist, dann interpretiere das als Vollbremsung und dann hau da mal völlig den Knaller da rein. Für mich ist diese Sache lebensgefährlich. Das war jetzt aktiv, aber vorhin haben wir ja gehört, wenn jemand falsch aus Versehen aufs Bremspedal tritt, dann ist das rechtswidrig. Komisch, wie Zulassungsbehörden so einen Scheißdreck zulassen können. Aber es geht noch besser. Mittlerweile. So. Und zwar, wir haben ja, was wir haben, ist dann also Spurhalteassistent und alles Mögliche muss in diesen Autos drin sein. Also ich habe jetzt, bin das letzte Mal, das erste Mal mit einem gefahren. Es ist eigentlich relativ moderat. Es geht, damit zu fahren. Ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Aber irgendwo werden ja immer neue Systeme gebaut. Und was ich an den Zulassungsbehörden kritisiere, dass sie die alten Systeme nicht richtig in den Griff kriegen. Ich werde es Ihnen erklären. Und zwar kenne ich einen persönlichen Fall, wo plötzlich das Auto aus ist. Plötzlich das Auto aus, einfach aus. Also früher war das, also bei mir war das schon mal so, ganz kurz vorher, da war die Lichtmaschine kaputt bei einem Ford Fiesta, das ist schon 30 Jahre her.
Und da war alles aus und dann musste man ausrollen lassen, lenkte das Auto zum Rand und da war dann die Sache im Eimer. So. Okay, da lenkt man und so weiter. Das war früher so. Das ist, wie lange ist das her? War 96, nee, stimmt nicht. Ums Jahr 99. Das ist schon 25 Jahre her. Da war das so. Da habe ich meinen 45 PS Fiesta gefahren. Die Bremsen gingen übrigens exzellent, besser als die eines Golf, kann ich Ihnen hier sagen. Der war wirklich gut, diesbezüglich. Aber sonst war es etwas lahm. So. Und jetzt gehen wir zurück. Und jetzt, also das ging, da lenkt man den und so weiter. So, heutzutage ist mir ein Fall bekannt, der vor wenigen Wochen passiert ist, genau vor 3. Da ist es passiert, der Person ist plötzlich das Auto ausgegangen. Und was passiert? Und dann sagte die Person, ich konnte nicht mal, bremsen ginge noch, konnte nur drauf treten, wahrscheinlich ist der Bremskraftverstärker weg gewesen, aber ich konnte nicht mehr lenken, ich konnte gar nichts mehr und alles ging nicht mehr. Die Scheibe war auf, die kam, ich kann dich nicht hochkurbeln und dann ich konnte nicht mehr lenken. No way. Und dann wollte ich hinten eine Schutzweste und so weiter rausholen, ein Warndreieck, meistens im Kofferraum. Das ging nicht, der Kofferraum war zu, der ist elektrisch, die komplette Elektrik war tot und gleichzeitig ging die Warnblinkanlage nicht mehr. Hallo? Wie kann man so ein Auto zulassen? Ganz ehrlich, man muss doch mal mit dem Fehler rechnen, dass irgendwie die Elektrik weg ist. Genauso wie unsere Zulassungsbehörden vor Jahren die älteren Tesla zugelassen haben, da sind zwei Leute auf der hinteren Sitzreihe verbrannt. Was genau das Gleiche. Bei einem Unfall trennt der Tesla sicherheitshalber den Batteriestrom von einer Riesenbatterie vom Fahrzeug, damit da kein nicht zu Fahrzeug brennen kann. Das nennt sich Sicherheit. Das Blöde ist das, dass der Herr Musk nicht daran gedacht hat, dass gewisse Fahrzeugöffnungstüren elektrisch betätigt sind und die von der Rücksitzbank, die sind nicht mechanisch. Dann sind zwei Leute auf der Rücksitzbank verbrannt, weil sie nicht mehr aus dem Auto rauskamen, weil die hinteren Hebel elektrisch sind. Natürlich wird einem von einem Tesla-Fan dann erklärt, oh, da gibt es doch eine Notentregelung. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie jemanden in ein Auto einladen, was 80.000 Euro kostet, dann sagen, und der dann fahr mal hinten mit, dann sagen Sie dem natürlich ganz klar zuerst, an der und der Stelle ist die Notentriegelung für die rückwärtigen Türen, damit sie hier nicht verbrennen. Klar, das macht jeder Tesla-Fahrer. Logisch, das sind die Argumente nämlich. Aber unsere Zulassungsbehörden lassen so einen Scheißdreck zu. Und die andere Aktion, die ich Ihnen erzählt habe, das ist auch zugelassen. Es ging nichts mehr bei diesem Auto, keine Lenkung mehr, die Heckklappe ging nicht mehr, es kam kein Warndreieck raus, es ging kein Warnblinker mehr, es ging nichts mehr. Aber das wird zugelassen. Dafür machen wir Spurhalteassistent und lauter so Sicherheitsaktionen. Wissen Sie, was bei dem anderen Unfall passiert, bei der anderen Sache passiert ist? Jetzt beinahe. Da hat jemand, ist auf der Gegenfahrbahn, hat das irgendwie mitgekriegt. Der war seines Zeichens Polizist, war aber kein Polizeiauto, hat 5 Meter hinter dem anderen Auge gehalten. Warnblinker an, war alles hinten raus. Was dann passiert? Kam einer hinten rein und hat den komplett zusammengebombt. Das mittlere Auto, was tatsächlich die Sache verursacht hat, es hatte übrigens, scheint kaputt eine Lichtmaschine gewesen zu sein, die 4 Wochen vorher neu reingekommen ist. Da scheint die Elektronik verschmiert zu haben. Stand der Dinge kann ich Ihnen noch nicht gesichert sagen. War nur die Lichtmaschine kaputt, was immer mal passieren kann. Und dann ist da hinten einer rein. In den BMW ist einer mit einem kleinen Transporter rein, ist niemand was passiert, Gott sei Dank. Er hat sich dann mehrfach überschlagen, der war einfach zu schnell, okay. Nichtsdestotrotz frage ich mich, was unsere lieben Zulassungsbehörden hier auch zulassen. Lauter Sicherheitsscheißdreck, aber die wichtigen Dinge, die dann auch passieren können, wenn mal, was immer passieren kann, das nennt sich, also so ein sekundärer Faktor, der schon immer passieren kann, weil alles ja elektrisch gemacht wird, dass die ganzen Verriegelungen elektrisch sind und alles Mögliche,
Das wird nicht. Und da wird die Warnwesten muss man ja immer griffbereit haben. Schön, aber das Warndreieck ist doch meistens in dem Kofferraum, bei jedem normalen Auto eigentlich, oder nicht? Und der Warnblinker muss eigentlich auch gehen. Es gibt elementare Sicherheitsdinger. Das ist Bremse, Zweikreisbremssystem, das ist sogar doppelt. Aber natürlich müssen sicherheitsrelevante Bauteile sind wie Bremsen und so weiter sind redundant ausgeführt, dass wenn ein System ausfällt, dass das andere kommt. Und hier verlange ich von unseren Zulassungsbehörden, dass die dann einen kleinen Akku da machen, das geht heutzutage, oder machen sie LED-Blinker rein und dann geht das, weil die nämlich wenig Strom brauchen, dann geht zumindest die Warnblinkanlage noch. Und die Kofferraumklappe muss auch gehen, die muss über einen zweiten Stromkreis gesichert werden. Aber das schaffen die alle nicht. Und das ist das, was ich Ingenieurwesen in Deutschland ist völlig am Rand, weil für sowas gibt es eigentlich Risikobewertungen. Und da, und die mache ich, das ist mein Beruf, Moment, ich schreibe Betriebsanleitung und mache Risikobewertungen. Und da steht auch in einem Punkt drin, was passiert bei Stromausfall. Das ist eine ganz normale Risikobewertung und in dem steht drin, was passiert und so weiter und das ist alles sicher und so weiter, sonst darf ich eine Maschine nicht zulassen. Aber ein Auto, was 160 fährt, dem bei 160 Stundenkilometer auch mal plötzlich dann die Lenkung ausfallen kann, das wird zugelassen. Was haben wir in Deutschland für Idioten, Ingenieuridioten, muss ich ganz klar so sagen. Wie kann das sein? Ein Auto würde diesbezüglich gemäß dieser Risikobewertung kein CE bekommen. Der würde sagen, das geht nicht. Aber die werden zugelassen, da darf man sich sogar reinsetzen und darf dann mit 250 über die Autobahn fahren. Das gibt mir für mich gar nicht. Hier, das war's eigentlich, da reg ich mich auf. Wie dumm man sein kann und wie rücksichtslos und kaltblütig, weil man einfach zu blöd ist, solche Dinge. Und die Zulassungsbehörden, die dürfen sowas nicht zulassen, in meinen Augen tun es aber trotzdem. Dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal, rege ich mich auf, weil das kann wirklich schief gehen, wie ich ihn da gehört. Es hätte ja auch sein können, dass er direkt eine reinknallt oder sowas, weil, nochmal, es gibt sicherheitsrelevante Dinge wie Licht und also alles ist redundant und plötzlich kappt es dann einem plötzlich die komplette Elektronik und am Auto kann man nicht mal mehr an den Rand lenken. Was für ein Scheißdreck. Danke fürs Zuhören, liebe Zulassungsbehörden. Idioten, echt. Anders kann man es in meinen Augen nicht bezeichnen, wie man fahrlässig das Leben von Menschen aufs Spiel setzt. Danke.